Der Robert hat mich gefragt, sind das denn Bleiergüsse? Und zwar hier Elsterglanz will es wissen, jetzt will es Robert auch noch wissen. Und zwar, ja keine Ahnung, wenn ihr da Bock drauf habt, dann kann ich das ja mal zeigen. Und zwar, ich mach jetzt mal den Drucker aus. Speistige Reste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Jetzt aktuell läuft der PC hier mit zwei Monitoren, die Lampe da oben. Und da hinten noch eine Lampe. Naja, und USB-Rotz hier und ne, halt alles irgendwo, ne? Und hier noch der Router und naja, alles mögliche. Wir gehen jetzt mal rüber und ich zeige euch mal, ich habe ja nur einen 300 Amperestunden Akku. Ich muss halt schnell, obwohl ich zeige euch erstmal so, Moment. Ich zeige euch erstmal so, was ich jetzt so verbrauche, wenn ich... Ja, PC alles in Ruhe, sag ich mal. Oha. Ne? 20 Ampere. 290 Wattstunden habe ich schon rausgezogen. Und ich kann jetzt mal rübergehen und den Drucker einschalten. Dann zieht das Ding 1 kW. Dass ihr das mal gesehen habt, dass das, ja, dass der Akku das ab kann. Ich muss jetzt bloß mal gucken, wie ich die Kamera mache. Moment. So, wir machen es jetzt doch. Schalt ein. Ups. Und da ganz schnell rüber. Hundert Ampere. 1,1 kW. Ne, mal kurz 100 Ampere rausgezwiebelt. Und jetzt nochmal. Bricht er zwar schon gut zusammen, aber ich werde jetzt mal ein bisschen zocken. Noch, also es ist natürlich 1 kW, ne? Das ist nur ein halber Ameisen-Akku. Also normal ist es 24 Volt. Warte mal, hier steht es doch. Komme ich gerade nicht hin, oder? Doch hier, 24 Volt, 300 Amperestunden da unten. 42 Liter. Ne? So. Bei 24 Volt, ich habe jetzt 12 Volt, das sind also auch 300 Amperestunden. Und ich kann hier wirklich, Jungs, wenn der hatte Ruhespannung 12,9. Das habe ich leider jetzt nicht fotografiert. Der Calvin hat es nur gesehen, der kann das bestätigen. Also nicht, dass bei 300 Amperestunden, dass der dann müh zusammenklappt, wenn ich hier einen kW rausputzel. Ist irgendwo logisch, ne? Aber ich will euch mal zeigen, dass ich weiß nicht, ob ich es schaffe heute mit Zocken, dass ich den auf... Ja, 3 kW runterziehe. Ne, das wirklich die 3 kW, dass ich die rausziehen kann. Und wird aber heute eng. Mal gucken, wenn nicht, muss ich das morgen mal machen. Aber, also die Dinger, absolut top. Absoluter Wahnsinn, ne? Richtig genial. Jetzt haben wir 300 Wattstunden. Ne, hier unten. Ich habe immer das Ding misst Plus und Minus. Ne, kann ich nur empfehlen. Dann seht ihr immer, was mit eurem Akku, dass ihr immer wieder bei Null seid, ne? Rausgenommen habe und hin und her. Gut, ich will nicht länger voll quatschen. Ich ziehe jetzt hier mal noch schön weiter. Wie gesagt, hier 20 Ampere Last und wir sind bei über 12 Volt noch. Der eine oder andere würde jetzt sagen, oh, die Spannung ist ja schon übelst eingebrochen. Das ist bei den Akkus ein bisschen anders, Jungs. Ich habe den jetzt ja auch noch nicht so lange. Ne? Ihr wisst ja, hier waren ja die vom Falco die Batterien, die sind ja abgekackt nach 4-5 Jahren und habe ich mir das Ding geholt. Ne, war als Schrott, habe ich als Schrott gekauft. Zwei Zelte am Knacks, eine habe ich schon wegschmeißen müssen, die Schrott. Die eine versuche ich noch hinzukriegen und dann gucke ich mal, ob ich irgendwie noch eine irgendwo ergattern kann, dass ich wieder voll kriege und dann hätte ich 600 Ampere Stunde und dann ist Feierabend. Was ich sagen wollte, die Spannung hier, das ist komplett anders. Also bei großen Lasten oder allgemein jetzt bei 20 Ampere, das ist ja fast Nennleistung vom Akku. Ne? Also 30 Ampere wäre so, was ich ziehen kann bei 300 Ampere Stunden und da sind wir hier schon gut dabei, sage ich jetzt mal, ne? Und am Anfang bricht die Spannung, sage ich mal, ein wie bei einem Bleiakku oder vielleicht sogar noch mehr als einem Blei, auf jeden Fall mehr als bei einem AGM Akku, ne? Aber auch vielleicht sogar ein Ticken mehr als wie bei Bleisäure, bei dem normalen, weil ihr seht ja, wir sind bei 12,2 und da würde ja jetzt fast jeder sagen, ne, beim normalen bei 12,3 ist er leer oder Last. Nee, die nicht. Ne, das geht jetzt erstmal los hier, 300 Wattstunden. Ne? Ich kann jetzt echt hier 12, 20 Stunden zocken
Na gut, nicht ganz 20 Stunden, nicht. Könntest du auch selber ausrechnen. Ne? Naja, 10 Stunden ungefähr kann ich so hantieren. Ne? Und ja, 8 GB Grafikkarte. Ich denke, wenn ich jetzt noch drucken würde oder so, noch ein bisschen zock, wahrscheinlich komme ich so auf 300, wenn ich zock. Ich mache dann zwar den Monitor noch aus. Aber es ist echt interessant, Jungs, dass die Spannung erstmal zusammenbricht, wo du sagst, uiuiui, scheiße, ich dachte, das Akku ist Schrott, ne? Und ich habe es aber auch in dem Video auf Discord gezeigt, da hatte ich 2,6 kW rausgezogen und unter Last mit ungefähr der, wie ich sehe, 200 Watt oder irgendwas, was ich halt so verbrauche, war ich bei 11, was war denn das, 11,4 oder so. Ne? Also die 3, und jetzt will ich mal 3 kW rausziehen und dann ist das Ding wieder top. Geil. Ne? Wir sehen uns also, wenn hier mal eine 3 kW steht. Bis später. Ja, das muss ich jetzt noch hinzufügen hier. Ich habe hier noch eine von den Batterien, habe ich noch, ich habe noch mehrere. Damit betreibe ich dieses Gerät hier. Meine Sound für meinen PC halt. Und ich bin ein Idiot, ich habe da noch ein Ladegerät dran hier. Das C-Tech lade ich gerade mal den Akku hier. Das mache ich eh mal, weiß ich nicht, alle 2 Monate so ungefähr. Den Monitor hatte ich noch an, der Drucker war ja noch an. Wir müssen noch alles mal ausmachen. Das war nämlich, ich habe gedacht, Mensch, warum verbrauchst du so viel? Ja, so viel zu viel, ne? Jetzt ziehen wir das hier mal raus. Machen hier mal noch das Licht aus, weil meistens habe ich nur vorne das an. Und dann haben wir meinen, ich sage jetzt mal mit PC, ne, ein bisschen mehr ist, wenn ich jetzt noch die Maus bewege und was oder mal ein Video gucke. Aber wesentlich mehr ist das nicht. Und guck dir mal. Ne, das ist jetzt so, ich sag mal, 150, wie gesagt, ich mache jetzt nichts am PC. Ich hätte jetzt, gut, hätte ich mal ein Video gemacht. Aber ich sag mal, so 200 Watt, würde ich sagen, ist meine, so 150 Watt, ist meine Grundlast beim Zocken, wie gesagt, 250 ungefähr. Und da ist aber jetzt alles mit drin, ne? Das Wechselrichter verlöst alles mit drin. Das ist hier direkt am Akku, ne? Ja, geht direkt am Akku. Da ist also alles mit einberechnet. Und das finde ich ist okay. Mit der Akku, da lacht ich kaputt drüber. Ihr seht, wenn ich jetzt ausgeschaltet habe, sind wir schon bei 12,3. Die Spannung steigt jetzt auch wieder. Wird wahrscheinlich auch auf 12,4, 12... Ja, 12,4, denke ich mal, wird er noch hochgehen mit den 150 Watt. Und wie gesagt, es geht stundenlang, dass der die Spannung hält. Also das ist wahrscheinlich durch die größere Oberfläche, weil das sind ja jetzt, also die Hälfte von dem Kasten sind ja 42 Liter, ne, sind 300 Amperestunden. So, und wenn ich jetzt, tja, Größenvergleich ist schwierig, ne? Ich lege jetzt einfach mal hier einen Kugelschreiber hin. So, ne? Also, 2 Zellen sind größer wie ein Kugelschreiber und ungefähr eine Breite vom Kugelschreiber. So, und die Höhe, wartet mal, 1, ganz grob 2, sagen wir mal 3 Kugelschreiber. Und das sind 300 Amperestunden. So, jetzt passt mal auf. Jetzt gehen wir mal noch. Also, ne, ich denke, dass dieses Verhalten von der mehr Fläche kommt, Männers. Weil, das ist eine 150er, ne, der Hälfte, und die ist aber nahezu, naja, ein bisschen mehr wie ein Kugelschreiber breit, ne? Auch von der Höhe her, guck mal, nehmen wir hier ungefähr hier, nicht mal 2 Kugelschreiber, ne? Also, ist eine AGM, ne, die hat, aber wenn wir jetzt mal eine PlayStation nehmen, normale, keine AGM, die hat ungefähr dieselbe Größe wie die, mit 150 Amperestunden. So, mit 200 Amperestunden, wenn ich die jetzt übereinander tue, dann wäre ich ja erst einmal hier. Ne? Das ist die Hälfte, Jungs, an Fläche. Also ich denke, dass die Dinger, die Gabelstapler-Dinger da draußen, die machen das über die Fläche. Ne? Also es ist mega interessant. Wie gesagt, ich habe da auch noch ein Video in Planung. Haut mich da noch mal an, geht mir da mal ein bisschen auf den Sack, dass ich das Video mache. Ich vergesse es immer wieder. Und zwar will ich euch mal den kompletten Vorteil von den Gabelstaplern, Digga. Weil das ist wirklich ein bisschen ultra. Das andere, das alles mit Vorsicht zu genießen. Na, der Bock drauf habt, geht mir mal auf den Sack in den Kommentaren. Gut, so, jetzt leer zocken. So, ich habe jetzt mal ein Video angemacht. Das interessiert mich jetzt selber mal, Jungs. Was mal, das interessiert euch bestimmt auch. Was das Ding verbraucht, wenn ich nur ein Video gucke. Ich muss dazu sagen, ich gucke keine Videos auf dem Ding, ne? Deswegen weiß ich das auch nicht. Ja, guckt euch das an. 10 Watt mehr. 7, 8, 10. Ne, war schon ungefähr realistisch. Wie gesagt, ich gucke keine Videos. Die gucke ich mit dem Handy, das Bild ist schon. So, gut. Dann bis 3 kW bis morgen. So, ist schon fast dunkel.
Und ich pack's nicht, den Akku leer zu zucken, Jungs. Ich hab keinen Bock mehr. Wir sind bei 2,13 kW minus und immer noch 11,8 Volt. Ich hab keinen Bock mehr, Jungs. Das schaffe ich heute nicht mehr. Gut, 11,7 ist gerade noch um 0,1 gefallen. Ja, ich denke, die 0. Die 0,9 weiß ich nicht, vielleicht schon, aber so knapp an die 3 müssten rauskommen. Wie gesagt, ich schaff's nicht. Sorry, kann ich euch nicht zeigen, weil morgen kommt ja gleich wieder die Sonne und ich bin jetzt schon seit um 4 Uhr früh wach. Ich muss jetzt echt mal pennen. Ich schaff's nicht, den dann eben da hier auf extrem, ne? Ich hab's echt probiert, ich schaff's nicht. Krieg ich nicht verballert. Na gut, bis später. 6.13 Uhr, Robert. Wir gucken mal, was, es kommt nämlich jetzt, glaube ich, schon was rein, ha. 0,4 Ampere kommen rein, ihr seht, wir sind bei 11,4, von gestern müssen wir schon gelöscht haben, ha. Und wir gucken mal rüber, wie viel kW wir jetzt haben. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen was raus, wie gesagt, jetzt ist Schluss, weil jetzt die Sonne wieder kommt, dann lädt es ja wieder, aber bei knapp 100 Watt Last, 2,5 kW rausgezogen, 11,4. Also ich sag mal, wahrscheinlich werde ich die 3 kW nicht ganz schaffen, sondern nur, was weiß ich jetzt, 2,8 oder 2 irgendwas, ne? Aber ich bin zufrieden mit dem Ding, haut hin. Also ich kann so viel zocken, dass ich dann gar keinen Bock mehr habe zum Zocken und habe immer noch genug Saft, ne? Das jetzt, ich habe jetzt hier sinnlosen Ventilator angeschalten, Lampe. Und Handy lädt. Ne? Also haut hin. Wenn ich die anderen, wenn ich die hier noch hinkriege, hier ist gerade ein Thorsten seinen Rempf am Werkeln, den kennt ihr ja vielleicht. Falls ich die Zellen wieder hinkriege, hätte ich dann das Doppelte und dann bin ich sowas von durch. Ich habe mir aber, Jungs, ich habe mir noch so geholt. Den habe ich schon regeneriert, den muss ich aber. Muss ich noch einen Ladetest machen und so, da sind die ganzen Anschlüsse waren vergammelt, das muss ich alles noch machen. Aber ich habe mir die scheiß Schulter, sag ich schon, Rippe wahrscheinlich gebrochen. Und ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen schonen, ich kann die nicht hochholen. Ich habe gestern versucht, die Zelle anzuheben, das geht gar nicht. Ne? Naja, egal. Gut, kleines Update. Also habe ich nicht ganz geschafft, die 3 kW, aber 2,5 lang mir hoch. Ne? Gut, in diesem Sinne, haut rein, tschüssi.